herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zum Hoppeländer Türchen Nummer 17. Wie ihr sehen könnt, liegt bei dem Video noch kein Schnee. Aber mittlerweile liegt sogar schon Schnee bei uns im Garten. Aber eine wichtige Sache noch vorweg. Vergesst nicht, dass der Hoppeländer ein Gemeinschaftsprojekt ist und es jeden Tag ein neues Adventskalender-Türchen gibt. Bei vielen verschiedenen Kanälen, wie zum Beispiel die gerade, die ich euch eingeblendet habe. Dass in jedem dieser Videos ein Buchstabe versteckt ist, also auch in meinem, also passt gut auf. Und am Ende könnt ihr mit dem Lösungssatz bei einem Gewinnspiel mitmachen und etwas gewinnen. Aber alles Genauere habe ich dabei in meinem Ankündigungsvideo erklärt. Am Ende des Videos werde ich euch noch verraten, wo das nächste Adventvideo stattfinden wird. Aber jetzt genug mit der Ankündigung und starten wir mit dem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich den Stall für die Kaninchen für den Winter vorbereitet habe und wie er jetzt aussieht. Also ein Cage-Tour-Update in Winter Edition. Wie ihr sehen könnt, als ich das Video aufgenommen habe, war noch wirklich kein Schnee und es war auch noch sehr viel Gras, aber ich blende euch jetzt mal ein Foto ein, wie es jetzt aussieht. Mittlerweile sieht es tatsächlich im Garten schon so aus und ich habe tatsächlich auch schon ein paar Fotoshootings gemacht. Wenn ihr diese Fotos alle sehen wollt, dann schaut unbedingt bei mir auf Instagram vorbei, dort heiße ich _lenatour. Aber jetzt mal weiter mit der Cage-Tour. Im Freilauf habe ich ein Vogelbad, damit die Vögel immer trinken können und sich auch baden können. Und im Winter habe ich es jetzt aber deinstalliert, da es leider gebrochen ist. Wie wir auf den Aufnahmen sehen, hat es gerade geregnet und es war wirklich sehr nass und ein bisschen matschig. Aber die Tiere waren fleißig dabei, die letzten Gräser zu fressen. Als super Einrichtungstipp kann ich euch diese Röhren empfehlen. Meine Kaninchen lieben sie einfach zum Durchhoppeln. Da es letzten Winter extrem matschig war, haben wir dieses Jahr im Sommer Steinplatten eingelegt. Und das ist so eine Erleichterung. Ich merke es jetzt schon, wenn der Schnee draußen steht und drinnen ist es trotzdem trocken. Sehr zu empfehlen. Und hier kommen die Zwergwachteln ins Spiel. Ich habe in der Voliere einige Verstecke für die Zwergwachteln installiert, damit sie sich nicht überrumpelt fühlen von den Kaninchen. Und natürlich, dass sie sich immer gut verstecken können. Ein weiter wichtiger Punkt im Winter ist immer ein Schutzhaus für die Kaninchen zu haben. Wenn es noch kälter ist, streue ich es sogar richtig dick mit Stroh ein. Hier lagere ich auch Leckerlis und andere weitere Sachen. Damit das Schutzhaus gut gedämmt ist, habe ich eine Plexiglasscheibe eingezogen. Vom Dach hängen meine Ausmisskübeln. Hier oben sind meine anderen Ausmissutensilien und wichtig, der Stromanschluss, der ist besonders wichtig für die Zwergwachteln. Und auf dem Zwergwachtelstall lagere ich Heu, Wasser und Leckerlis. Ach ja, und natürlich Einstreu. Wichtig für die Kaninchen ist natürlich immer, dass sie eine Stelle haben, wo sie sich zusammen kuscheln können. Hier haben sie zwar gerade nur Heu angeboten, aber da sie gerade im Auslauf können, ist dort sehr viel frisches Gras. Jetzt kommen wir zum Zwergwachtelstall. Der ist natürlich auch sehr wichtig. Die Kleinen haben wirklich sehr viele Versteckmöglichkeiten und natürlich auch Grit zur Verfügung. Da hinten seht ihr ein Sandbad. Im Winter benutze ich bei den Zwergwachteln sehr gerne verschiedene Einstreuarten, zum Beispiel Einstreu und Heu. Und ins Heu kuscheln sie sich besonders gerne rein. Die Kleinen haben natürlich eine Tür, mit der sie in die Voliere können. Doch dies gerade zu, da die Voliere offen ist und die Kaninchen ins Freilaufgehege rennen. Im oberen Stockwerk der Kleinen ist Futter und Wasser. Mittlerweile ist da auch eine Wärmeplatte. Denn wenn es unter 0 Grad geht, sollten sie auf jeden Fall eine Wärmeplatte zur Verfügung haben. Und hier war ich für die Kaninchen Futter sammeln. Leider gibt es nicht mehr so viel und bald wird es nichts mehr geben, aber dabei geht es noch. Und hier habe ich den Kleinen gleich einen Teil gegeben, den Rest werden sie dann am Abend bekommen. Und das kann ich euch wirklich empfehlen, sammelt noch, solange es noch geht. Und das war's auch schon mit dem Video und ich hoffe, ihr konntet den Buchstaben finden. Das nächste Video wird am 18. stattfinden bei Bavarian Bunnies. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Advent.